Die EU möchte den Steinkrug oder alle geschlossenen, nicht durchsichtigen Schankgefäße verbieten. Das wäre auch der klassische Bierkrug. Das ist eine der neuesten Ergüsse des Regelungswahns von EU-Bürokraten. Man staunt nur, ja. Nach dem Olivenölkännchen, nach der Glühbirne, nach der Gurkenkrümmung, nach all diesen Tabakrichtlinien, wo man jetzt sozusagen Schockbilder auf Tabakverpackungen drauf tun muss, nach all diesem Regelungswahn, dieser unfassbaren Bevormundung der Bürger, kommt jetzt der Bierkrug an die Reihe. Also ich habe daher gesagt, halb ernst, halb spaßig, ich rufe jetzt zum zivilen EU-Bierkrug-Ungehorsam auf. Das heißt also, man sollte jetzt demonstrativ in den Gasthäusern Bier in Bierkrügen bestellen, und zwar als Zeichen des Widerstandes gegen diesen ganzen Regelungswahn der Europäischen Union. Die sind meiner Ansicht nach damit beschäftigt, den Leuten das Leben schwer zu machen. Es reicht den Leuten auch zunehmend. Ja, ich finde ja deswegen niemanden mehr, der freiwillig zugibt, dass er im Jahre 94 für diese EU gestimmt hat, weil die Leute einfach sehen, dass das alles verrückt ist. Und diese Bierkruggeschichte ist die neue Verrücktheit. Sollte man dann nicht eine neue Volksabstimmung durchführen über den Verbleib in der EU? Das wird aber früher oder später der Fall sein. In Großbritannien wird das bereits der Fall sein. Diese Volksabstimmung ist angesetzt. Die Eurokraten tun alles, dass diese Volksabstimmung für den Austritt wahrscheinlich ausgeht, weil noch einmal, die sehen im Bürger den Feind. Ja? Und daher wird auch der Bürger so behandelt. Und daher diese ganzen unsinnigen Ergüsse, sie sind nicht in der Lage, die großen Probleme dieses Kontinents zu lösen, aber so Blödheiten wie Ölkännchen und Bierkrüge und dergleichen Blödheiten, die erfinden sie alle mal. Und dafür lassen sie sich hoch bezahlen. Das heißt, die Leute haben da zunehmend die Nase gestrichen voll. Und die erste Möglichkeit, Widerstand zu leisten, ist unter dem Titel Wehrt euch, das ist ja unser Angebot an den Bürger, wehrt euch, ist am 25. Mai, in dem hier in dieses Parlament dann andere Gruppierungen einziehen. Ich hoffe, dass wir als Rekurs das auch schaffen werden, hier als echte, einzige, wirklich euroskeptische Gruppierung ins Parlament einzuziehen. Ich muss in dem Zusammenhang nämlich in Erinnerung rufen, dass die FPÖ zwar in Österreich so tut, als ob sie gegen mehr EU wäre, aber gleichzeitig haben ihre zwei Vertreter, Obermayr und Mölzer, bei der Abstimmung über die Militärunion für diese Militärunion gestimmt. Ja? Das heißt also, hier heraus tun die Leute der FPÖ genau das Gegenteil von dem, was die FPÖ in Österreich behauptet. Sodass wir im Grunde genommen die einzig wirklich eurokritische und euroskeptische Gruppierung sind, die das durchgängig glaubhaft auch in den Abstimmungen durchgezogen hat. Das ist der Unterschied zu allen anderen. Es gibt Parteien, die plakatieren sogar, sie seien verliebt in die EU. Ne? Dann wünsche ich ihnen viel Spaß dazu. Dann sollen sie diese ganzen EU-Bierkrug-Blödheiten gleich miterklären. Ja? Wie kann man in so einen Unsinn verliebt sein? Das heißt also, die REKOS treten auch mit dem Anspruch an, die einzig echten, wirklichen, eurokritischen Mandatare zu stellen. Und deswegen wäre der 25. Mai die erste Gelegenheit für den Bürger, Widerstand zu leisten. Und wenn das so weitergeht, wird es früher oder später sowieso eine Volksabstimmung über den Verbleib geben. Das ist wahrscheinlich unvermeidbar. Sie gelten als der Erfinder des Wortes wehrhaftes Christentum. Kommt daher auch jetzt der Slogan Wehr dich? Das soll durchaus in Erinnerung gerufen werden, weil ich glaube, dass einfach die Zeit gekommen ist, sich zu wehren. Wer sich nicht mehr wehrt, hat schon verloren. Und deswegen mein Appell, dass sich sozusagen in der Wahlzelle wenigstens seine wehrhafte Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Weil da schaut einem niemand über die Schulter und da kann man sich wehren. Mit einer Stimme kann man sich wehren. Man kann sich gegen diesen ganzen Wahnsinn wehren, man kann sich auch gegen die Verflachung des Christentums wehren, indem man schlicht und einfach auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer gewissen Wehrhaftigkeit auch auftritt. Wieso haben Sie den Schild als Logo für die REKOS gewählt? Das Schild ist meiner Ansicht nach das bekannteste Zeichen der Wehr, der Abwehr. Und daher deckt sich hier auch Form und Inhalt. Ja, das heißt also, mit dem Schild wollen wir zum Ausdruck bringen, wir sind bereit, uns gegen diese verrückten Entwicklungen auch zu wehren. Und das soll das Schild als Zeichen der Abwehr zum Ausdruck bringen. Ihr Kollege Jörg Leichtfried von der SPÖ hat vor einigen Wochen gefordert, europaweite Volksabstimmungen. Abgesehen davon, dass das ja gar nicht geht, hat er geglaubt, mit seiner Er nannte es eine Vision. Ja, wer Visionen hat, der Bundeskanzler Kreisky mal gesagt, braucht einen Arzt.
Leichtfried hat das nur gefordert, ohne dass er sich erst einmal mit den Regeln und den Normen vertraut gemacht hat, insbesondere mit dem Verfassungsrecht. Und zweitens hat Leichtfried damit geglaubt, Spitzenkandidat der SPÖ werden zu können. Ja? Man sieht ja nur, welche Bedeutung er in der SPÖ hat, nachdem die Roten sogar einen ORF-Moderator, einen Geschassten, als Spitzenkandidat aufgestellt haben, weil der offensichtlich mehr Bedeutung und Gewicht in der SPÖ hat als der Herr Leichtfried. Daher möchte ich das gar nicht weiter kommentieren. Aber rein theoretische Frage oder grundsätzliche Frage, eine europaweite Volksabstimmung klingt für viele gut, aber was würde das denn bedeuten für die Mehrheitsverhältnisse? Das ist eine gefährliche Geschichte, weil damit würde ein kleines Land mit wenigen Wählern, so wie wir in Österreich, würde damit unter die Räder kommen. Ich meine, der Herr Leichtfried hätte sich das einmal zu Ende denken müssen und ein bisschen nachrechnen müssen und hätte gemerkt, wie leicht andere Länder und damit sozusagen Österreich an alles unter dem Anspruch des Plebiszit aufs Auge drücken können. Ein kleines Land wie Österreich kann an derartigen Abstimmungen überhaupt kein Interesse haben, sondern wir müssen in Österreich selber darüber abstimmen, was wir selber als Österreicher verlangen und fordern. Das wäre viel gescheiter gewesen. Er hätte seinen eigenen Parteivorsitzenden Faymann daran erinnern müssen, dass er gesagt hat, dass über alle großen Vertragsänderungen und großen Entwicklungen Volksabstimmungen stattfinden werden. Das hat er sogar noch in einem Brief, in einem offenen Brief, der in einer bedeutenden Tageszeitung veröffentlicht wurde, im Faksimile, hat er das angekündigt. Das wäre gescheiter gewesen, der Herr Leichtfried hätte den Faymann daran erinnert.